So, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition Multiplayer. Ich bin Scorpion Rage und ich habe mir gerade entschieden, da ich ja die Templerin jetzt mittlerweile achtmal befördert habe. Ich habe jetzt gerade eben eine ganz kurze Runde gemacht und die war so kurz, dass ich die schon gar nicht existent gesehen habe. Weil ich bin einfach rein, bedrohlich und so und dann hat er geladen, ich war fertig und ja, hat ihn wieder geladen. Also ich war, glaube ich, eine Sekunde im Bild, im Spiel und so und dann hat er geladen und ich habe dann die Punkte bekommen und bin Level 5. Also ich bin mit Level 1 rein, mit Level 5 hier raus. Alles klar. So, jetzt habe ich hier die Fähigkeiten. Ich würde jetzt mal machen wollen, und zwar Göttlichkeit oder Behüter, ne? Und ich habe jetzt vor, nichts auf Göttlichkeit zu machen, nur auf Behüter zu zocken. Und das nehme ich jetzt in Angriff. Ich nehme erstmal hier, erhöhen Sie den Block. So, nehme ich mit rein. Den Schadensreduzierung 50% nehme ich auch mit rein. So, dann den Rüstungsbonus 20% nehme ich auch mit rein. Ist sehr gut. So, jetzt ist ein Punkt habe ich noch. Jetzt nehme ich entweder nochmal Schadensresistenz 20% oder ich gehe hier direkt auf die Herausforderung. Danach gibt es einen Schadenbonus. Die Kampfrolle weiß ich jetzt gerade nicht. Erhöht das Blockmaximum 50%. Okay, ich würde sagen, ich mache dann das hier, damit ich dann das hier machen kann. Ja, genau. Ich würde hier da Rüstungsbonus und so und Schadensresistent. Ja, das macht Sinn. Dann halte ich halt mehr aus und so. Das ist ganz gut. Dann würde ich dann Eiserne Wehr oder Ehrener. Was ist das? Ehrene Wehr, ne? Ehrene Wehr. Ja, nö, ist klar. Dann, das ist jetzt hier, wenn ich, ich glaube zu meinen, weil ich habe das bei dem Legionär. War das nicht dasselbe? Wo ich denn in so einer Position an die Wege erwähne, dass ein Gegner an der vorbeikommt. Und wie ist es dir so mit Engstellen zu verd. Achso. Ja, das könnte sein, dass ich dann auf einmal dreifach dastehe. Das könnte das sein, ne? Dieser lodernde Zorn ist auch nicht schlecht. So, je mehr Gegner in der Nähe sind, desto härter sind und erbitterter kämpfst du. Ja. Maximal kombinierbar 5 Mal. Wirkungsfrei 5 Meter. 10% pro Gegner Schaden. Okay. 10% pro getroffener Gegner, okay. Ja, nee, aber ich würde dann hier dann so den Weg gehen. Genau, nehme ich das nochmal rein, alles klar. So, dann gucke ich hier nochmal schnell. Ich habe alles aktiviert, wie es scheint. Achso, warte, ich kann nochmal kurz auf die Accessoires gucken. Im Gürtel habe ich Nahkampf. Ringe habe ich die beiden Ringe drin, okay, und Ausdauer, okay, nee, das reicht erstmal. Alles klar. So, ich muss nochmal schnell auf die Fähigkeiten gucken. Habe ich jetzt irgendwelche Fähigkeiten bekommen, die ich machen muss? Nee, ne? Nee. Ist alles nur passiv, ja, genau. Okay. Ja, okay, das ist natürlich jetzt die erste Fähigkeit, die ich da habe, das gesegnete Klingen. Das wollte ich eigentlich nicht, aber wenn man sie hat, dann. Ne? Habe ich nicht ausgegeben, das hat man halt. Okay. So, ich mache dann schnell das Spiel. Bedrohlich zufällig, genau das habe ich gerade gemacht. Und suchen wir mal. So, wie ihr gesehen habt, habe ich was gefunden. Jetzt werden wir mal sehen. Während eines Schneesturms auf einem Gletscher geschlagen habe, das hier ist vollkommen anders. Okay. Mögen uns die Ahnen das alles überleben lassen. So. Magier bin ich nicht. Richtig. Seht euch das an! Natürlich. Wie soll es auch anders sein, nicht? Na, wollt ihr mich nicht hauen? Danke.
geöffnet. Na, na. Gut. So. Auf zur nächsten neue Horde hier. Nicht wahr. Sehr schön. Auf zum nächsten hier. Wenn das ja alles vorbei ist, muss ich in die tiefen Wege zurück. Ich bin sicher, wir finden eine Möglichkeit, dass ihr bleiben könnt. Natürlich nur, wenn ihr das wollt. Natürlich. Einer unserer Informanten bedarf dringendes Schutzes. Wir haben bereits Soldaten entsandt. Wird ja auch langsam Zeit. Warum hat das so lange gedauert? Ich wäre beinahe gestorben. Wisst ihr überhaupt, was ich hier bei mir habe? Eine dringende Nachricht von äußerster Wichtigkeit für Botschafterin Mortier. Na, hast du das, ja? Na, Schurke bin ich nicht. Wir sind ja alle Krieger, also von daher. Nix denn da? Uha. Schubst mich doch nicht. Was ist denn da los? Beim Erbauer, sie stürzen sich auf mich. Ihr und ich, wir werden heute noch unzählige Gegner vernichten. Na, in Ruhe lassen, habe ich gehört. Hallo. So. Nun denn. Ich habe überlegt, und das trotz eurer Inkompetenz. Ja. Nun trollt euch. Tut, was auch immer ihr Helferlinge so tut. Seid doch nicht so unhöflich. Und dann los. Ich hoffe, ich kann bleiben. Bisschen Dankbarkeit, wenn man dein Leben gerettet hat, halt. Dann los. Okay, jetzt fehlen mir gerade echt Attacken. Bereue das gerade schon ein bisschen, dass ich den Pfad nicht genommen habe. Aber mal sehen. Ist er noch nicht so weit. Ich glaube echt, das sollte man in Erwägung ziehen. Die Fehde, die man dann hat, auch zu kombinieren halt. Wäre sinnvoller. Aber ich versuche das jetzt einfach. Ich mache einfach nur den rechten Pfad jetzt. Aber ich weiß jetzt schon, wenn ich nur den linken Pfad nehmen würde, dann würde ich derbe aufs Maul kriegen. Weil halt die Resistenz dann komplett weg ist. Das wäre nicht gut.
Na, ihr habt's ja drauf, ey. Okay, die Magier sind nicht so. Ja, das Problem kennen wir ja mittlerweile. Die nerven echt. Wie nichts Gutes hier. So. Und ich weiß jetzt auch schon, wer der Endgegner wird hier. Und zwar der Kronari-Kommandant. Ja. Sollte ja auch nicht so übertrieben werden, hoffe ich zumindest. Ich habe die göttliche Justine so, ab jetzt passe ich ein bisschen auf, nehme ein bisschen mehr Schild rein und so. Ist diese göttliche eine weitere eurer Gottheiten, Flachländerin? Ich bin sprachlos. Soll ich die schon nehmen oder was? Okay. Nehme ich die einfach mal. Und bring die direkt dahin. Ein Sieg für die Inquisition. Richtig. So. Das glaube ich einfach nicht. Glaub's. Ach, was mache ich denn? Okay. So, ach guck. Ja, genau. Werft mal alle eure Speere hier. Alle Speere zu mir. Waren die letzten Worte des Trainers. Sehr schön. Wunderbar. So. Sind wir jetzt 4 oder 5? Weiß ich gerade gar nicht. Ah, 5, okay. Der Kunari-Kommandant. Dann wollen wir mal gucken. Ich hoffe, wir bleiben alle zusammen. Es gibt stets noch mehr Böses, das vernichtet werden muss, nicht wahr? Natürlich. Wenn wir siegreich zurückkehren, werde ich mit diesem winzigen Mann sprechen, diesem Cabot. Er soll uns für die Feier richtiges Avar-Meat besorgen. Ich bin so dankbar für die Chance, etwas Gutes tun zu können. Achso, jetzt ist er da. Okay. Na. So schwer ist er eigentlich nicht. Siehst du, sehr schön. Weiter so, Freunde! Wir zermürben sie!
letzten Überlebenden noch wegklatschen. Sehr gut. Ah, das ist schön zu sehen, dass es überhaupt noch welche zocken. Ey, das finde ich sehr gut. Ja, wir haben es gerade den 31.03.2018 und es zocken noch Leute. Das ist doch gut. Na, wo wollt's denn hin? Oh, hier, hier. Sehr schön. Ich bin so stolz auf uns. Ja, das kann so sein. Sehr gut. Unsere Leute haben Wunder vollbracht. Das wird unseren Zielen ausgesprochen dienlich sein. Mhm. Ja, das sah doch recht gut aus. Kurze, knappe Runde hier. Okay, so kurz und knapp war die nicht, aber im Verhältnis ist sie schon ganz gut. So, dann mal kurz gucken, wie es denn bestellt ist mit den Punkten. Siehst du, ich bin noch Zweiter geworden. Okay. Und bin Stufe 8 geworden. Okay. So, ich gehe mal raus hier. Mach die schnell die Fähigkeit noch. Nur auf dem Weg, habe ich ja gesagt. So, nehme ich das hier mit rein. Ich habe noch zwei über. Okay. Ja, das würde ich ja nehmen. Und jetzt ist die Frage: Nehme ich lodernden Zorn, Leibwächter oder halt die irrende Wehr? So, dann denke ich, mache ich der lodernde Zorn, ne? Das ist denke ich mal doch ganz nützlich, weil Leibwächter ist halt dann übertrage ich halt 50% des Schadens und so, das geht auf mich dann, aber ab und zu ist das halt sehr schädlich und dann, ja, liege ich da, ganz toll. So, unwirksam, das, ja, da habe ich mir auch einen Fall ausgesucht, ne? Junge, Junge. Okay, ich würde dann einfach hier mal das hier nehmen, so, mal rein. So, nehme ich hier hin, alles Klärchen. So, dann ja, kurz vor 9. Sehr schön. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Und ne, könnt ruhig einen Daumen da lassen. Könnt mich auch gerne abonnieren. Kostet ja nichts, ne? Also, bin jetzt gerade dabei, aktiver zu werden und ein paar mehr Videos rauszuhauen und so. Alles klar, ne? So, dann das werde ich heute noch raushauen, im 31. Dann habt ihr wunderschöne Feiertage noch, also Festtage wegen Ostern und so weiter, ne? Ich wünsche euch alles Gute, ihr wisst Bescheid, macht's gut, dann bis zum nächsten Mal.